erkenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Ich erkenne mich im Sinne der Anklage nicht für schuldig. Gernicki, so wurde ich genannt. Gernicki, der Papa wird bald aufgehängt. Und dann habe ich nur Ja gesagt. Ich habe das verfolgt und mit großer Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass wenigstens die Hauptverbrecher vor Gericht gestellt worden sind von den Alliierten. Es war eine für mich angespannte, bedrückende, ja auch mit Scham geladene Atmosphäre. Eher das Gefühl gehabt, der ist zu Recht angeklagt, zumal ich Fotos gesehen habe von KZ-Leichen, auch Leichen meines damaligen Kindesalters. Und das hat mir schon einen Schock gegeben, weil immer stand drunter Polen. Mein Vater wurde abgeholt von einem Jeep CIA. Nach einigen Stunden kam er zurück und sagte, ja, ich bin berufen als Pflichtverteidiger für zwei Angeklagte, die noch keinen Verteidiger haben. Dr. Thoma für den Angeklagten Rosenberg. Guerre qu'on avait transporté dans ce camp de concentration. Und mein Vater war sehr bedrückt und hat gesagt, es bleibt mir nichts anderes übrig, ich musste es annehmen. Ich habe das im Kino gesehen und dann hat man das ja gezeigt. Nicht, wie man sie aufgehängt hat oder wie sie in ihren Särgen lagen mit der weiß-schwarz gestreiften Kordel am Hals. Und dann habe ich mir gedacht, diese Krawatte haben sie alle verdient. Viele andere, die sich direkt beteiligt haben und die Hände blutig gemacht haben. Sie sind ja gar nicht erwischt worden. Ich glaube nicht, dass wir Deutschen in der damaligen Zeit und auch später diese Verbrecher verurteilt hätten. Die Siegermächte haben es uns abgenommen. It was constructed as a gigantic stone fortress on top of a mountain flanked by small barns. Ich glaube nicht, dass in den Begriffen der klassischen Justiz man diesen Holocaust überhaupt betrachten kann. Letztendlich gibt es dafür keine Verzeihung, was geschehen ist.